Davor. An einen Ort mit Strand. Und danach. Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin zwar Doomsday, mit dabei der Venom. Okay. Nein. Hast du Platz für zwei? Hast du nicht Jack vergessen? Wir kommen zurück zur Station 3, zu Gears 5. Und du? Wohin würdest du gehen? Und die hören nicht mehr auf zu reden? Ich hab keine Ahnung. Aber Schnee wäre dort nicht. Ich sehe gerade, dass du dich wieder sehr schön bewegst. Also werden wir wieder ein paar Mal ins Hauptmenü zurückkehren müssen. Denn du läufst nicht flüssig. Kurz bei Einstellung gucken. Wir sind letztens hier stehen geblieben. Nach dieser Nebenmission. Was dann zum Turm ging und nach dem Turm ging es weiter, genau. So war das. Und die Server scheinen immer noch nicht gut zu laufen. Ha, wer hätte das gedacht? Du hast das Spiel verlassen. Ja, und da man ja ohne Ehre hier nicht joinen kann, heißt das für mich auch erstmal rausgehen. Yay. Ach ja. Machst du jetzt mal Verbindungstests oder was? Das Menü kennt man ja nun mittlerweile sehr gut, ne? Bis Venom wieder da ist. What? Okay. Aber bleibt er. Ja, Multiplayer gucken wir vielleicht auch mal später rein, aber ich denke mal nicht. Das werden ihm die Party verlassen. Läuft. Ja. Gibt's denn hier so Schönes? Und da ist er auch wieder. Was war los? Rausgezogen oder so angestellt. Okay. Ich muss nochmal ein Netzwerktest machen, der immer so ewig dauert. Einladung habe ich dir schon rausgeschickt.
Ja, 2 Tage haben sie noch, dann ist offizieller Release von Gears 5. Dann sollten sie das alles geschissen kriegen. So, Versuch Nummer 2. Wenn wir das GIF erreichen, sagen wir Marcus, was wir machen. Okay, aber ich habe noch eine andere Frage. Wenn du weggehen würdest, wohin würdest du gehen? Vor oder nach dem Ausbruch? Davor. An einen Ort mit Strand. Und danach? In einen Bunker, 5 Meilen unter der Erde. Okay, hast du Platz für 2? Hast du nicht Jack vergessen? Ja, aber der braucht nicht viel Platz. Und du? Wohin würdest du gehen? Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Aber Schnee wäre dort nicht. Mal gucken, ob wir heute nochmal rausgehen müssen ins Menü oder ob es heute mal zu Ende läuft. Mal Wetten abgeben. Warte mal, wir müssen jetzt, da waren wir. Warum ist die Karte nicht mehr aufgedeckt? Das ist ja doof. Aber wir haben ja alles aufgedeckt. 2 Sachen haben noch gefehlt gehabt, gell? Ja, verlorene 9 Coins haben wir noch. 2, die fehlen. Siehst du ja, wenn du auf die Karte gehst, hast du ja eine Legende oben rechts. Aber halt, bei dieser C-Insel habe ich doch gestern was gesehen. Das muss hier gewesen sein. Da will ich nochmal kurz gucken. Schauen wir doch mal. Wie kann man da? Ist ein Spalt. Kann man doch hochklettern. Oder? Man hier irgendwo hoch? Wahrscheinlich nicht. Nur mal rumfahren um den Berg. Warum bist du schon auf dem Berg? Ach stimmt, hier waren wir. Naja, wir haben auf jeden Fall die Ultimate Upgrades für Jack. Das sollte erstmal reichen. Kümmern wir uns mal um die Hauptstory weiter. Oder? Naja. Habt richtig gerade. Nicht ganz, aber hinten an der Ecke waren. Wir waren ja eigentlich schon überall, gell? Ich dachte schon. Na dann, auf zum nächsten Funkturm.
Wo ist Jack? Ach, der sitzt da vorne drin. Vor allem sitzt, der schwebt ja eigentlich da drauf. Eigentlich müsste der nach hinten fliegen. Der ist gekoppelt. Und da ist Magnete wahrscheinlich. Ah ja, natürlich. Wir müssen anscheinend zu Fuß zu diesem Turm. Aber hätt's gedacht. Warte mal, ich will nochmal da hinten gucken. Was willst du gucken? Hier rechts. Wenn man immer irgendwo was machen kann. Auch hier. Ist Lina zu diesem Werk gerannt? Vielleicht haben wir die Dinger eigentlich auch schon im Gebiet gehabt und haben es nur halt verpeilt. Oder in dem Norden oben bei dem Tor gab es noch ein Haus, was verschlossen war, wo man Code braucht. Wahrscheinlich kriegen wir den hier. Wow. Gucke, mach mal die Karte auf. Ich kann gerade nicht, ich hänge hier gerade an der Tür. Das ist blöd. Hier war vor kurzem jemand. Es war sicher. Mach mal deine Karte auf. Und oben im Norden. Links vom Turm ist rechts ein Symbol für das Non-Coin. Das ist das Gebäude, was versperrt ist, wo wir nicht reinkommen. Umspannwerk Nordturm. Wird es sogar in der Legende angezeigt. Na, vielleicht kriegen wir hier einen Code oder so. Hier werden wir das zweite. Oder wir kriegen hier das zweite. Und oben das dritte. Mal gucken. Hier habe ich keine Munition. Hier ist eine Leiche. Es ist Lina. Scheiße. Oder der Code ist hier. Wir müssen versuchen, Norsko zu retten. Sieh dich um. Sieht nicht mehr so schön aus. 3. Ist der Code oder was? Beginne Substation 1A North. Geht mal davon aus, dass das der ist. Hier ist ein Sicherheitskopf. Na, dann gehen wir mal hoch. Für das andere Umspannwerk sein. Dann können wir noch. Wow, das ist ein. Kate, wir wissen nicht, wie lange er in der Kapsel war. Na, das muss gleich. Das Wochen sein. Das ist Ding einfach wieder gemacht. Erst und dann oben. Dann wären wir aber in der Story her weitergegangen, weil das ja der richtige Turm hier ist. Na, du musst ja nicht in den Turm raus, also nicht in den Turm rein. Ja, okay. So gesehen. Ja. Kann man ja nicht wissen. Ich bin startklar. Ist das markiert? No. Fahren wir da nochmal hin. Die Zeit haben wir ja. Können wir noch ein bisschen schön die Landschaft genießen hier. Schauen wir mal. Betrete das Gebäude.
Das ist es. Man hat automatisch eingegeben, oder was? Ja. Okay, rüber zur anderen Seite. Wir müssen die Kapsel finden. Scheiße! Tut mir leid, Lausko. Monster im Schrank, oder was? Oh, hier ist noch. Hier oben war der irgendwie der Junge schon rumgekommen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Jack, schock diesen Safe. Hier. Auch ultimatives Upgrade, Sucher. Shockbots verfolgen ihre Ziele und richten doppelten Schaden ein. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Okay, das ist die letzte Stufe für Schock, für die Schockfalle. Cool. 3 Punkte haben wir. Ein Verfolgergenerator. Stark modifiziert. Tja, Jacks Schockfalle hat jetzt eine PAL-Funktion. Ja, okay. Klingt praktisch. Jo. Okay. Hilf mir, sie zu öffnen. Sekundärmission abgeschlossen. Müssen wir jetzt hier alle Nebenaufgaben gemacht haben? In dem Gebiet. Kate, wir haben alles versucht. Das weißt du, oder? Ja. Ich wünschte nur, wir hätten mehr tun können. Hey, denk an all die Non-Con-Dörfer, in denen wir die letzten Monate waren. Die Leute, die du gerettet hast. Du meinst, wir? Nein, du. Die hätten nicht auf mich gehört. Du hast sie überzeugt, der Kur beizutreten. Danke. Dieser Schleimer. Also du. Mal sehen, was uns jetzt da oben erwartet. Ich denke mal, viel Baller Baller. Ich muss mich immer wieder fragen, warum hat sich JD so stark verändert? War es das Koma? Die Schuld? Jin war's. Hat uns als die Bösen dastehen lassen und ihn zum Captain befördert, was... Egal. Ich hätte nie gedacht, dass JD so... war. Naja, er ist immerhin Anya Strouds Sohn, das weißt du. Und der von Marcus Phoenix. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum da jemand Probleme haben ja. sollte. Okay, gehen wir rein. Fällt das zu? Ne? Kommt noch. Bitte, wir haben vor dir. Da! Der andere Funkturm! Ja! Und eine Sturmfront zwischen uns und ihm! Wir gehen hey. Durch, wenn es sein muss! Marcus, wir haben einen weiteren Funkturm an einem Berghang gefunden. Wir sind jetzt auf dem Weg. Da oben können nicht allzu viele sein. Wie ist das Wetter? Gibt's Sturmfronten? Was denkst du? Verstanden. Seid aber vorsichtig. Zentrale Ende. Ja. Zurück! Oh. Oh, die falsche Taste. Los, hier entlang. Was wollte ich da machen? Ach, nix. Achtung, da kommt Eis! Wir sind hier völlig ungeschützt! Dann weiter! Such eine Zuflucht! Das sieht schon nice aus. Oh, shit! Lass es vorbei! Oh.
Oh! Wow. Bin down. Danke, Dell. Willst du es ausweichen, gell? Wow. Ich häng fest. Geil. Stark. Dann muss man weitergehen. Da kommt noch mehr! Ich hab grad Kontrollpunkt gespeichert. Kate! Höhle voraus! Können wir nicht raus? Rein da! Alter, geh rein. Jetzt kommen Gegner. Nein! Schwarm! Dann schmeißen wir sie raus! Können wir nicht weg. Wow. Jack, Impuls! Vorsicht! Kannst du ja immer noch nichts machen. Nee, ich häng fest. Das ist ja nervig. Wie du letztens in diesem... Naja. Pferdehaufen oder was das war. Machen wir's anders. Kontrollpunkt neu laden. Ach ja. Videospiele sind doch immer eine Bereicherung. You know? Da kommen noch mehr! Aber früher spielen ich nicht immer noch besser. Vor Release? Hey, Höhle voraus! Rein da! Manchmal auch zum Release noch nicht so gut. Nein! Schwarm! Dann schmeißen wir sie raus! Jack, Schockfalle! Oh, dieser Windkern. Alter, geh doch mal richtig in Deckung, du Otto. Nimm das! Vorsicht! Was sagt das? Caesar! Aua! Caesar! Der hat den Bogen. Leide. Er ist tot. Unglück. Tot. Schockfalle. Noch einer. Das waren alle! Oh. In die Höhle! Schnell! Jack, Impuls! Ach, für das Relikt brauchst du extra Munition. Ist ja krass. Ist ja doof. Die bei den Lernsamen brauchst du für den Kanadier extra, für den Retro-Lernsamen extra. Hier oben sind mehr von denen, als ich erwartet hatte. Und für den normalen Lernsamen extra. Ich überall mit ihm. Du hast vermutlich recht. Ah. Gehen wir zum Turm. Okay, sehen wir uns nach einem Ausgang um. Nicht hier. Bell, hoch mit dir. Lass dich drücken. Nee. Na los. Bald kann's nicht mehr sein. Kate, das machst du mal schön. Und wenn nicht. Der Turm ein Reinfall ist? Ich bin hier, um Antworten zu finden. Ich gehe erst, wenn ich welche habe. Dann mal runter. Weiter!
Die Thermokleidung hält uns nicht ewig warm. Wie haltet ihr euer Gesicht warm? Träger voraus! Aber bei diesem Sturm ist der unser geringstes Problem. Und tschüss. Halt! Ich nehme das zurück! Ich liebe diesen Sturm! Oh, Kate, links! Über die Flanke! Ja. Helft mir hoch! Oh, da sind ein paar mehr Gegner. Brauche hier Hilfe! Achtung, Schock! Geh zurück. Ja, war hier hochgelaufen. Jack, Schockfalle! Feind ausgeschaltet. Das war's! Gehen wir weiter! Zum Turm geht's hier lang! Okay, wir müssen da rauf! Fragst du dich auch, was die Lokos hier eigentlich so richtig machen? Vorsicht! Da kommt ein Eisklotz! Weg von der Mitte! Lass es vorbei! Diesmal nicht. Noch ein Brocken! Such dir Deckung! Oh! Boah! Das war knapp! Klingenhagel wäre schlimm. Ich bin mein Bein beinahe erwischt. Da vorne ist die Tür. Wenigstens sind diese Türme eingefroren. Del, hilf mir, das verdammte Ding zu öffnen. Was sagst du? Pass auf sie auf. Hör wieder Hallo. Ihre Halskette. Ein Locust-Symbol. Ja, ich hab's gesehen. Und könnte sie zwischen uns und ihnen wählen? Sie würden es sehen. Ich verstehe schon. Dann weißt du, was zu tun ist, oder? Ja. Hey, ganz ruhig. Ich bin's. Ja. Dich muss das ja witzig aussehen immer. Ich will nur das verdammte Labor finden. Okay. Tja, wir müssen an die Kommandokonsole ran. Wie bei dem anderen Turm. Nein, die Konsole geht nicht. Hier gibt's Strom. Vielleicht eine durchgebrannte Sicherung? Okay, dann suchen wir mal den Verteiler. Okay, Kumpel. Sieh mal, ob du einen Verteiler findest. Da, krass euch. Da ist es schon los. Gut gemacht, Jack. Verbinden wir Jack mit der Konsole. Du bist wieder dran, Jack. Ist noch ein Turm, oder was? Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Fehler. Sicherheitsprotokoll nicht bereit. Das Sicherheitssystem hat einen Wackler. Checken wir die Übertragungsdaten, bevor wir ausgesperrt werden. Ich
Ich muss eine Übertragung finden, die zu den anderen Signalen passt. Wahrscheinlich zu Umdämmer. Zu wem? Zu Umdämmer. Nee, hier. Da, noch ein passendes Signal. Das muss das Labor sein. Das reicht uns, um es zu finden. Ich lasse noch eine Suche laufen, aber ja. Willst du es Marcus sagen oder soll ich? Gehen wir zurück zum Skiff. Wir können es ihm unterwegs sagen. Ist denn die Tür aufgegangen? Nee. Ja. Nee. Doch, doch. Mal aufmachen, glaube ich. Achso. Kurz sagen, weil die obere Tür nicht aufgeht. Ach, da noch Gegner hier. Mehr Türme. Ah, ja, ist schon zu lange ruhig. Auf keinen Fall jemanden in die Funktürme reinlassen. Haben wir jetzt eigentlich 5 Stück als gefunden. 10 haben wir. Puh. Mal gucken. Blitz. Stimmt, dauert jetzt um 2 Sekunden. Ach komm, dann machen wir das hier einmal. Zack. Das. Da brauchen wir 6. Nee. Okay, dann heben wir auf. Hey, das könnte der Ausgang sein. Waren beide Türme. Suchen wir das Geheimlabor. Ich versuche mir vorzustellen, wer hier arbeiten will oder gar leben. Jemand auf der Flucht, der nicht gefunden werden will. Ein Wahnsinniger. Also, Niles selbst. Ja, so ist es. Ich muss dich mal was fragen. Fass. War er schon immer so? Ja, immer. Musste immer am härtesten, am schnellsten, am stärksten sein. Aber nicht am klügsten. In dem Bereich und auch nur da hat Fars ausnahmsweise ein realistisches Selbstbild. Ich will noch mal. Ich denke dauernd an Niles. Diese Experimente. Mann, was würden andere wohl tun, wenn sie nur das bisschen wüssten, was wir wissen? Darum haben es ja alle Ministerpräsidenten vertuscht. Sogar Anya. Und sie war der ehrlichste Mensch, den ich je kannte. Was machen wir also? Wem sagen wir es? Vielleicht keinem. Wozu auch? Alle, die dahinter stecken, sind tot. Also, tun wir dasselbe wie... Das hab ich aber nicht geparkt. Nichts. Ich kümmere mich ums Fahren. Marcus, wir haben einen Standort. Wenn es in Mount Kadar ein Labor gab, wissen wir es bald. Okay, aber ich sag's nochmal. Dieser Berg war ein Mardenhort. Wir wissen nicht, was dort ist. Wenn ihr in was reinrennt, mit dem ihr nicht klarkommt, dann sagt Bescheid. Weiß ich zu schätzen. Aber bisher ist alles okay. Delta Ende. Wir nähern uns den Koordinaten.
verstehe ich nicht. Hier ist nichts. Oh, Mist. Was jetzt? Guck, die Daten stimmen. Wir sind am richtigen Ort. Vielleicht kann Jack, ich weiß nicht, das Signal mit einem Impuls pingen. Ist ein Versuch wert. Und da uns, wa? Ah ja. Wow. Da ist etwas unter dem Eis. Gut gemacht, Kumpel. Das muss das sein, wonach wir suchen. Aber wie kommen wir da runter? Das wird nicht leicht. Das Eis ist dick. Der reinste Beton. Weiß nicht, ob das was bringt. Aber laut Bernd gibt es in der Gegend eine alte Mine. Alte Mine? Sprengkapseln? Sprengstoff? Ich sende Jack die Koordinaten. Danke, Marcus. Okay. Wir haben wohl eine potenzielle Lösung. Auf zur Mine. Ich übernehme das Navigieren. Und auf zur Mine. Als Marcus meinte, wir gehen nach Norden, hatte ich mir was anderes gar nicht vorgestellt. Weg. Mann, und ich fass unten bei Oskars Dorf schon kalt. Das ist unfassbar. Die Thermofunktion. Funktioniert noch, oder? Ja, ich hab grad geladen. Die Rüstung bedeckt nicht mein Gesicht. Meine Nasenhaare sind gefroren. Ich dachte schon, wir verlieren wieder die Danke Verbindung. Danke für die Info. Aber schön, wie sie sich die ganze Zeit immer unterhalten. Find ich cool. Das baut die Verbindung zu den beiden mehr auf. Bis Anna stirbt. Dann heult man wieder. Kannst du noch damals an Dings Opfer erinnern, an bei Gears of War 2, glaube ich, war's. An Dom? Dom sein Opfer? Nicht wirklich. Wo er sich geopfert hat, mit dem Panzer da reingefahren ist. Das Skiff hält sich gut. Das ist die einzig gute Nachricht hier. Weißt du, Oskar ist mit mir immer zum Skiffen auf die Salzebene. Bei Harbour Bay. Ihr seid so weit rausgesegelt? Ja. Da unten gab's keine Chor mehr. Nichts. Wie komm ich denn hoch? Nur noch Ruinen. Warte mal. Das wird mir echt fehlen. Warte. Ich weiß. Mir auch. Ja. Warum? Das ist gerade die nächste Ebene gehört, die es noch gibt. Die wir mit den Dingen befahren werden. Sandebene, die Wüste. Kate, die Mine ist im Wald da drüben. Suchen wir nach Sprengstoff. Mach mal. Okay, die Mine ist irgendwo hier hinten, oder? Hoffentlich gibt's dort was Brauchbares. Das sollte es. Aber es hängt davon ab, wie die hier abgebaut haben. Wenn es hydraulischer Bergbau war, finden wir vielleicht ein paar Hochdruckwasserschneider. Aber... bei dieser Umgebung war es sicher irgendein untertägiges Extraktionsverfahren. Okay, klar, ich verstehe schon. Jack, Impuls. Es geht runter. Geh schon mal runter. Ich glaube, ich nehme dich eh mit. Da ist die Mine. Ja. Marcus, wir sind hier. Was weißt du über diesen Ort? Mal sehen. Eine alte Nethercut-Mine. Industrie, seltene Metalle. Die Firma wurde von der Corps verstaatlicht, kurz vor dem E-Day. Also keine Aktivität seit dem Krieg? Keine Core-Aktivität. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, danke. Wir melden uns. Oh, hallo.
Scheint ein etwas größeres Gebiet zu sein. Was hat's mit der Brücke zur Mine blockiert? Entgleister Zug. Es muss doch einen anderen Weg rüber geben, oder? Mal sehen. Versuchen wir es hier unten. Okay, sieht gut aus. Was ist denn das Spielzeug? Ich bin zurück. Das ist ein Schwarm! Ausschalten! Vorsicht auf dem Eis! Das muss so cool sein. Na, das läuft jetzt nicht selber versenkt. Ja, der hat allerdings Waffe. Wieder. Aua. So, auf der die Dingswaffe. Ach, ich bin da halt gewesen. Brauche hier Hilfe! Jetzt hast du machen können. Zeit für eine Revanche! Jedes Mal. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Ich brauche hier Hilfe! Ach ey, was hat denn das für eine Reichweite? Das fliegt ja bis zu dir, das Ding. Ja, ich bin doch trotzdem weggerollt vorher schon. War zu früh. Ich bin verwundet! Wow. Jenny Boss Eisen, das Ding hat mir genau den Weg abgeschnitten. Aber ist ja cool. Und dabei hast du jetzt Wasser. Ist auch cooles Eis. Spart übelst Munition. Der Typ geht dann auf den Sack. Okay, sieht gut aus. Ich habe nur zwei Boomshot-Schüsse. Ich nehm's zurück. Da ist ein Schwarm! Ausschalten! Nimm mal die Waffe, Junge. Vorsicht auf dem Eis! Zeit zu schwimmen! Weg. Wow. Das ist hier wow. Da ist gerade mein Pfeil gestrichen, aber der verfehlt. Okay. Wie viel der schluckt, ey. Was war jetzt? Vielleicht hätte mich ein Gegner zersägt. Musst du, glaube ich, schnell drücken dann oder so, gell? Wenn Kettensäge auf Kettensäge trifft. Aber so zu langsam. Ich meine, das Komische war, ich war hinter ihm und er konnte wohl trotzdem seine Kettensäge noch checken, anscheinend. Sieht gut aus. Alle guten Dinge sind drei. Ich nehm's durch. Da ist ein Schwarm. Ausschalten. Vorsicht auf dem Eis. Blitz. Yeah.
Ab mit dem Scheiß. Soll die tot sein. Ja. Boah, ey. Stirb. Jetzt brauche ich Munition. Die wollen uns eindeutig nicht in der Mine haben. Ja, aber wir müssen darauf. Nehmen wir den Lift. Das ist für mich. Das ist für mich. Oh, Archon-Bogen. Nimm ich den. Ein Schuss liegt er mir hin, gell? Da ist mein Sohn, was ich weggelegt habe. Buzzkill. Dropshot. Hm. Das ist Dropshot. Für mich? Zwei Schuss. Dann leg los, Kleiner. Ja. Da kommt was. Kate! Die andere Flussseite! Ich sehe sie! Halt sie auf! Ganz dünnes Eis! Ich leer. Oh, das Eis ist geil. Einer ist durch! Oh Scheiße! Ein Zion! Und da ist eine Bastion! Zeit zu schwimmen! Da ist noch einer, ganz rechts. Da kam gerade Versionsschichter. Auch mal ein Stem. Oder Hilfe, oder. Okay. Wie bist du jetzt gestorben? Na, der eine hat mich gefinisht. Ah, bei mir kommen gerade zu viele Leute. Ja, sterben gehört bei Gears of War dazu. Keine ordentlichen Waffen, ey. Beziehungsweise keine Munition. Immer alles so rar. Kate, die andere Flussseite! Ich sehe sie! Halt sie auf! Was machst du? Ganz dünnes Eis. Zieh dich. Oh Scheiße! Ein Feuer! Und da ist eine Bastion! Wow, ich schieße auf das Ding. Eines der Ziele.
abschalte den Tod, ist, gell? Arschloch-Ding. Da kommen noch mehr. Mann, die wollen uns echt nicht in der Mine haben. Die Explosionsschießer sind am gefährlichsten. Aber gut. Leer. Ey, die wollen es aber auch wissen jetzt hier, kann das sein? Und noch ein! Sehr gut. Was ist das? Ich bin am Boden! Alter, die überrennen mich hier übelst. Bin tot. Alles gut. Hilf mir hoch! Danke dafür. Hallo. Ich bin nicht tot. Genau, ey. Wo bist du hingerannt, aber in die letzte Ecke? Ja, ist raus. Helf mir hoch! Und da finde ich dich. Na, was? Ich wurde wiederbelebt, aber du bist tot. Wow. Das ist ein bisschen krass hier, was hier abgeht. Er rennt hier in die letzte Ecke, gell? Wieder alles von vorn. Oh. Die andere Flussseite! Ich sehe sie! Halt sie auf! Oh, zu kalt für dich? Ich glaube, noch von rechts kommt, dass sie mir ein bisschen abgeht. Zieh dich, Alter. Bin getroffen. Oh, Mann. Ach, bin ich ja selber nicht. Ich hab das auch gerade aktiviert. Also, ich hab nämlich auch gerade gedrückt. Oh, Scheiße! Ich hab gerade Drachee gekriegt. Ey, was ist denn aus? Da ist nicht eine Leute hier. Das hätte mich fast umgehauen. Ich finde es teilweise auch echt übertrieben, was die Teile aushalten. Ja, ein bisschen. Scheiß Drohne hier, Junge. Da kommen noch mehr! Mann, die wollen uns echt nicht mehr haben! Ich muss mal irgendwie aussammeln. Hier liegt doch noch... Oh ne, liegt nicht mehr.
Ich meine, bevor die nächsten kommen. Ab was? Der lebt nur. Alter. Das muss reichen. Aber der hinten kommt nicht aufs Eis, oder was? Oh, hier ist ein Gegner. So. Absolut leer. Ohne muss weg. Ich hab noch grad nichts, warum muss ich das nicht schießen können? Ich bin gleich tot. Bin verwundet! Bin tot. Stimmt, das Ding kann man aktivieren. Und Jack war's. Ich hab's auch gerade wieder aktiviert. Nee, Jack war's. Hab ich wieder belebt. Stirb, Junge! Warte. Nee, da war okay. Letztes Gefecht. Alles sauber. Und der Lift sollte stark da sein. Gut gemacht, Jack. Boah, war das jetzt nervig. Ah, ein bisschen mehr Munition gibt's wirklich mal hinlegen. Kommst? Ich finde es sehr schön, dass das dafür verschiedene Waffentypen, die eigentlich dieselbe Waffen sind, unterschiedliche Munition brauchst. Sekunde. Das war ein Non-Con-Lager. Lena, Norsko, ich wette, sie kamen von hier. Könnte stimmen. Aber das heißt... Das heißt, dass uns gleich ein Kampf bevorsteht. Oh, einer. Ich hab zu wenig Muni. Was ist das hier? Sieh oben. Hammerburst. So was? Weiß ich noch nicht. Del, falsche Richtung. Durchsuchen wir die Mine. Ich komme erst später, Jonak. Wenn Lina und Norsko die Wahrheit wahrscheinlich sagen, wurde der Ort ausgelöscht. Pass bloß auf. Mach mir wieder Hallo. Mach mich los! Ich will nicht rein. Heißt, sie hat ihre Mutter gesehen. Ja, sie haben sich offenbar heftig gewehrt. Aber keine Leichen. Lancer mit Kettensäge. Hast du da, oder? Eigentlich schon, ja. Hier liegt Munition für dich, oder? Meins. Ach, du hast von der Retro gehabt, oder was? Ne, eigentlich auch eine mit Kettensäge. Okay, komisch. Das hätte eigentlich für dich Munition sein müssen. Eigentlich auch. Hier liegt noch Muni.
Lass uns das hier aufmachen. Was machst du? Ich habe eben noch gerade rumgeguckt. Wollen nicht gefunden werden. Vor allem nicht von der Kur. Besser wir finden sie als der Schwarm. Fünf. Das könnte man hier auch mal. Ich will es nicht ausrüsten, ich will es benutzen. Tarnung haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Braucht man ja bis jetzt nicht. Das ist korrekt. Mal. Ach, die Tür kriegt alleine aus. Wie erwartet, aber. Scheiße. Oh, hier sind Brutsäcke. Unglaublich, dass Selina und Norsko das überlebt haben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwo Sprengstoff. Kate, mal drüber nachgedacht, was mit Leuten in Kapseln passiert. Ich versuch's nicht zu tun. Ja, aber vielleicht ist da noch ein Funken Menschlichkeit. Da ist nichts Menschliches mehr. Ja, Sprengstoffmunition. Sollten weitersuchen. Zwei Raketen. Und nochmal drei Komponenten. Wenn die platzen, kommen einige Gegner raus. Was bestimmt auch gleich passieren wird. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Bestimmt erst auf dem Rückweg oder so. Mhm. Wobei, ich glaube, nach dem Tor kommst du nicht mehr zurück. Wir müssen weitersuchen. Okay, hier gibt's ja auch noch welche. Wer hat's gedacht? Boah, der hat mir eine Breitseite verpasst. Werfe Granate! Ihr kleinen Kriecher, zieht euch schon mal. Aua. Ich bin auch vor dir, ey. Ich bin auch vor dir, ey.
Boah, ich sehe hier null. Wo bist du? Bleib bloß unten! Ich bin wieder beiden. Wo lebst du denn wieder? Die kleinen Müllviecher. Okay, die Mine ist sauber. Suchen wir weiter. Kate, dieser große Bohrer lief bestimmt mit Phosphortreibstoff. Okay, und? Also, wenn man Phosphor, Wasser oder Sauerstoff aussetzt, entzündet er sich. Das könnte unser Eisproblem lösen. Dann nehmen wir, was übrig ist. Das ist für mich. Moni hat der. Ja, das ist besser. Jack, bring! Hier wieder noch ein Bogen. Ich glaube, 9 ist, glaube ich, Maximum. Beschwoben, ey. Oh. Da weiter. Ein Schuss ist Maximum. Was machen wir jetzt? Da. Jack, du trägst den Phosphor und wir. Naja, wir sehen dir dabei zu. 100%. Ach nee, wer hätte das gedacht? Das war's noch nicht! Jack, beschütz den Treibstoff! Wenn er hochgeht, war's das! Wie bitte? Komm, dann rennen wir mal raus. Bevor ich noch merke. Die alle vor uns sind. Nicht auf den Sack schießen. Warte, die ganzen Krähenviecher. Ja, aber die ganzen Krähenviecher kommen noch da. Ja, Glück. Der das überlebt, der mich verarscht. Sag das mal denen! Erwischt! Kommst du, Jack? Hopp, hopp! Kate, andere Seite! Jack. Los, Jack, Bewegung! Okay, bringen wir diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Marcus. Ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie du meinst. Da wird sich nochmal Gegner kommen würden. Wir glauben gerade. Okay, das sind noch mehr! Dann kämpfen wir uns den Weg über die Brücke frei. Let's go.
gefällig. Zwei Schuss, läuft. Und Bogen nehmen. Komm mal her, wenn wir den Fahrstuhl rauslaufen. Verdammt! Ach komm schon! Werfe Granate! Was war denn das jetzt? Oh, man kann Sim nicht aktivieren. Ich blute mein Schwein! Frag aus! Zeugen erledigt! Diese Kleine. Oh, 74%. Das war's. Ja. Ab durch den Zug und dann raus hier. Ich brauche unbedingt Maschinengewehrmunition, ey. Kate, halt. Ich sehe mir das an. Ich höre sie schon. Irgendwo hier. Hier. Hier lang. Nun, hierher zu kommen, war zweifellos eine einmalige Erfahrung. Die scheint sich da draußen zu stapeln. Ich muss immer wieder an die armen Leute in der Mine denken. Was du im Tunnel gesagt hast. Du hast recht. Wir hätten sie finden müssen. Ja, aber du hattest auch recht. Man kann niemandem helfen, der das nicht will. Wie JD zum Beispiel. Puh, ja. DJD. Meinst du, er wird irgendwann wieder er selbst? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Aber ich weiß nicht. Internetverbindung unterbrochen. Jawohl. Irgendwas war gerade mit den Servern. Ich muss aber kurz bis zum nächsten Ding spielen. Hoch. Zum Skiff geht's da lang. Zum nächsten Kontrollpunkt. Der jetzt da ist. Jack, kannst du den Phosphor noch tragen? Und da ist Nummer 2. Irgendwas mit den Gears-Servern war gerade. Für mich steht Fehler, sie wurden aus dem Spiel entfernt. Das Spiel wurde beendet, der Host hat das Spiel verlassen. Ja, genau. Für mich steht vorher schon da, dass du das Spiel verlassen hast. Okay. Bist du noch im Spiel drin, oder? Mhm. Das kann ich nicht einladen. Ist ja bei LAN-Lobby. Wird bei mir bei dir angezeigt. Naja. Ich weiß. Geht jetzt kriege ich Nachschubkiste auf einmal. Täglicher Nachschub, Boostbonus, was? Was ist das jetzt?